Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch ein kurzes Video vorstellen, in dem ich euch erzähle, was mir so die letzten Wochen passiert ist. Ich hatte Anfang des Jahres, weil ich voller Enthusiasmus war, einfach mal ein paar neue Sets bestellt, auch von Übersee und von Lego und von bekannten Klemmbausteinherstellern. Und nun habe ich in meinem ganzen Enthusiasmus übersehen, dass ich, nachdem ich teilweise sogar schon die Box gebaut hatte, Kopien gekauft habe, also gestohlene Box. Und das hat mich jetzt sehr, sehr verärgert und ich wusste auch gar nicht, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich jetzt? Was würdet ihr machen? Ja, da bin ich jetzt ein wenig überfragt und vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Und zwar, ich habe verschiedene Sets gekauft. Vielleicht ist es auch so eine Sache, man muss sehen, bei dem einen muss man so und bei dem anderen so reagieren. Schauen wir mal, würde ich sagen. Also, am Anfang hier das schöne Motorrad, sehr stylisch. Da weiß ich, das heißt irgendwie Budai heißt die Firma. Und ich habe auch gegoogelt mit Bildersuche und so weiter. Hier habe ich zu keine richtige Aussage gefunden. Also keine Ahnung, wie die richtig heißen. Ich fand es cool und wollte es bestellen und habe es gemacht. Und ja, ich hoffe, es ist kein geklauter Muck. Aber die Reifen bestätigen mir, es könnte sein. Da ist ja schon was im Umlauf gerade von Lego, was vielleicht kopiert oder gemockt wurde. Mit der Bildersuche habe ich aber leider nichts gefunden und auch sonst bei Repeatable zum Beispiel auch nichts. So, das nächste ist dieses schöne Set. Das ist im Prinzip, ja, hier steht Roadster GT40. Das ist im Prinzip, das ist der Ford GT40 aus den 60ern. Und das ist ein geklauter Mock von Happy Build. Der Mock, der hier geklaut wurde, wird auch meines Wissens nicht bezahlt, wurde nicht lizenziert von dem Mocker. Und ich, ja, ich war dann erstmal total entsetzt. Nachdem ich die Hälfte gebaut hatte, wurde ich dann aufmerksam. Oh, hier ist ja doch ein Mock, der geklaut wurde. Ich blende euch mal den Mock von dem Mocker ein und der ist eben nicht ganz vergleichbar, deswegen habe ich ihn nicht direkt auf Repreg-Bill gefunden und war dann echt total sauer, weil der hier in Schwarz die Nummer 2 und er hat ihn aus dem Porsche, dächte ich, das ist glaube ich der Porsche gewesen, hat er einen Mock draus gebastelt, eben diesen, aber der war in Weiß, der Porsche ist in Weiß. Von Lego und dann war sein Ford GT40 auch in Weiß. Und ein paar kleine Dinge wurden dann hier natürlich verändert und auch ein paar große, was mich, also auch technisch, was ich euch dann in dem Video zeigen werde, was ich hierzu machen möchte. Genau, Anlass war eigentlich, ich baue ja immer noch fleißig hier an dem 1 zu 12er Scale von Trompeter oder Magnifier, wie auch immer die heißen. Und das ist ja der Ford GT40. Und also das ist, glaube ich, eine andere Version. Das ist, glaube ich, die 2 und das ist hier die 3. Oder ich weiß jetzt nicht genau, aus einem anderen Jahr zumindest. Das ist das gleiche oder ähnlich, ein bisschen anderen Maßstab. Und die wollte ich eigentlich vergleichen und das hat mich dann sehr geärgert. Und bei dem weiß ich tatsächlich noch nicht, wie ich mit dem Mock, mit dem geklauten Mock hier umgehen soll. Wie gesagt, ich habe das halbe Video fertig und jetzt, tja, was mache ich damit? Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben, wie ihr damit umgehen würdet. Jetzt habe ich dann noch den gefunden und dachte, oh ja, cool, das ist ja hier der Hunnigan der Hunnigan Mustang, der Truck und das ist ja toll, da hatte ich ja schon den kleinen Mustang, die Limousine oder was ist das Coupé
Und den hatte ich schon gebaut. Jetzt ist der hier 1 zu 10, also ein Tick kleiner. Und der andere ist ja 1 zu 8. Ach so, okay. Gut, dann hat hier Mini-Block oder wie sie heißen, Line Lin07 Technologiebranche. Also ich weiß es gar nicht so richtig, was ist das dann hier für ein Hersteller. Den fand ich halt cool und habe den verglichen direkt auf Rebrickable. Und vielleicht habe ich zu grob nur hingeschaut, ich weiß es nicht. Da gab es, hier gibt es halt wirklich Ford Performance, was eigentlich sonst nicht gemacht wird, wenn Ford, also das ist ja, müsste ja lizenziert werden. Ach, hier steht's, hier ist die Firma Lin07 Block. Ja, und Mini Block. Und habe dann tatsächlich festgestellt, ja, das ist ja auch ein Mini Block, das sind, die sind gar nicht 1 zu 8. Der Mock ist ja 1 zu 8 von LoxLeg. Nee, LoxLego heißt der, genau. LoxLego ist der Mocker eigentlich von dem Set in 1 zu 8. Und dadurch, dass das jetzt aber Mini-Blocks sind, also das sind ja keine Mini-Blocks, sondern Technik-Minis, und da ist der jetzt nur 1 zu 10. War mir aber gar nicht bewusst, deswegen habe ich gar nicht so genau hingeschaut. Und dachte, der ist in normaler Größe, also in normale Steine sind das. Normale Techniksteine in der normalen Größe von Deko, aber die sind kleiner. Und dadurch ergibt sich dann auch der Maßstab. Und da hatte ich dann gar nicht mehr so genau hingeguckt, ah, habe nur gesehen, 1 zu 10, der Maßstab, ja. Das kann ja gar nicht der von LoxLeg sein, ne? LoxLego, ach, dann sage ich immer LoxLeg. Na egal, ihr wisst schon, was ich meine. LoxLego heißt der Gute. Bei Brickable zu finden. Und ich habe mir die erstmal auch alle gekauft, die Mocs. Nachdem ich das festgestellt habe, als PDF. Und ja, was würdet ihr jetzt machen? Würdet ihr den jetzt noch sehen wollen? Wollt ihr den vorgestellt sehen? Oder sagt ihr, nee, du, ey, geklaute Mock ist doch total Mist. Ey, das will ich gar nicht erst sehen. Also jeder hat da, glaube ich, auch seine andere Ansicht und ich bin irgendwie hin und her gerissen. Ich habe ja eigentlich nicht vor, geklaute Dinge zu präsentieren, aber irgendwie. Vielleicht so als Vergleich mal, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ähnlich ging es mir jetzt auch mit dem. Genau, jetzt habe ich, blende ich euch gleich nochmal ein, noch den dritten. Nein, wie viel haben wir jetzt schon? Das vierte Set, das dächte ich, das ist von Sembo, Technikreihe hier und der Senna. Und den habe ich aber wieder recherchiert und geguckt und gemacht, verglichen. Und den finde ich nirgendwo anders. Also den kriege ich nur von Sembo hier, naja, wie auch immer das ausgesprochen werden will. Und den wollte ich tatsächlich ja vergleichen mit dem Senna, der jetzt neu ist bei Lego. Und zwar ja, ein halbes Jahr ungefähr, ne? Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber zumindest ist er schon eine Weile da. Und jetzt gibt es eben den von Sembo noch. Und ja, die würde ich gerne mal vergleichen, weil vor allen Dingen, die haben einen ähnlichen Preis und von der UVP und die Teile sind aber bei Sembo ungefähr das Dreifache. Und da wäre es echt mal interessant, die nebeneinander zu stellen, was man da wirklich für sein Geld bekommt, ob die gleich groß sind oder vielleicht der von Sembo tatsächlich doch ein bisschen größer bei so vielen Teilen. Schauen wir mal. Also das fände ich echt mal interessant. Genau. Und jetzt als letzter Mock, also was ganz anderes, kein Fahrzeug, sage ich mal so, sondern ein Gebäude. Ja, da habe ich tatsächlich irgendwie, also da muss ich weiß nicht. Ich habe mich da echt einfach veralbern lassen, muss ich ehrlich sagen. Und zwar habe ich den Lion Pub, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ihn, ich blenden hier mal ein und den habe ich von G-Star und habe angenommen, okay, der ist ja lizenziert, weil der steht jetzt, der ist von Mocker lizenziert, das steht direkt unten im Anhang beim Händler. Jo, wo habe ich das, glaube ich, geholt? Ja, genau, und steht da hier Simon 84 heißt er, ne? Und da steht vom Mocker Simon 84. Und steht nicht hier lizenziert oder sonst wie, aber okay, es ist von dem Mocker. Ja, na klar, ist es von ihm.
Aber ich nehme ja dann auch automatisch an, ja, das ist doch lizenziert. Was schreibt denn ihr das jetzt hier sonst hin? Das wäre, ne? Und das ist aber tatsächlich nicht so gewesen. Ich habe den Simon angeschrieben und der meinte, nein, habe ich nicht lizenziert. Und genauso gibt es den auch nochmal von Moltking mit einer anderen Teileanzahl, die eher an der von Simon dran ist. Die von G-Star, die ist tatsächlich um 1-200 Teile höher, was schon, wo ich auch dachte, ja, okay, die haben da mit ihm nochmal drüber, die sind da nochmal mit ihm drüber gegangen und haben sich da, nein, war halt nicht so. Und ich habe mich tatsächlich vorher irgendwie, ich hätte ihn halt gleich anschreiben sollen und nicht auf Kaufbutton drücken. Ne? Also das ist mir eine Lehre, das werde ich jetzt nie wieder machen. Ich habe alle Mocs, wo ich gesehen habe, oh, die sind tatsächlich geklaut, wo es mir direkt bewusst ist, die habe ich erstmal eben auf Reprigable bei den einzelnen Mockern gekauft und die PDF und werde dann sehen. Ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Also vielleicht habt ihr eine Idee. Kennt ihr vielleicht eine Seite, wo man solche Mocks, vielleicht wo Mocks einfach, aktuelle Mocks da sind, abgebildet, wo man weiß, okay, die sind alle lizenziert und die alle nicht. Gibt es sowas? Könnte man da, gibt es eine Community, die da sowas in Gang setzt oder hat das vielleicht schon gemacht und ich weiß von nichts? Weiß das noch nicht? Das wäre echt interessant, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet, weil, Mensch, das ist total deprimierend. Ich baue hier die halben Sets und auf einmal sagt mir hier Google, ach, guck doch mal da vorbei, das ist doch das, was du auch schon hast. Und dann bin ich so verärgert, Mann. Und vorher bei der Google-Suche finde ich es nicht, ne? Also bei der Bildersuche. Das ist echt ärgerlich. Und vielleicht wäre es echt toll, ja, wenn man so ein, ja, so ein Programm oder ja, eine Seite hätte, wo man tatsächlich alle Mocks drin hat. Das war dann so meine Idee, meine Intention. Was haltet ihr davon und was würdet ihr jetzt an meiner Stelle machen? Mit diesen ganzen Mocks, die eigentlich, die ich schon zum Teil als Video, als ja, in ein Video sozusagen schon verfasst habe, schon fast fertig habe. Und was würdet ihr machen mit den Mocks, die eben geklaut sind und ich noch gar nicht aufgebaut habe? Soll ich die euch vorstellen oder lieber nicht? Und was, ja, und kennt ihr die anderen Sets, die ich euch gezeigt habe, wo ich eigentlich sicher bin, dass die Lizenzen haben, aber ja, ich bin irgendwie total hin und her gerissen und weiß langsam nicht mehr, wo mir hier der Kopf steht. Ich bin total durcheinander. Jetzt auch, ja, nachdem ich das Video gesehen hatte vom Pandoras Box. Sorry, da bin ich total, boah, Alter, sogar bei Lesti und ich dachte, die sind auch alle genehmigt, aber irgendwie ist das so dubios zum Teil. Ich sehe hier nicht mehr richtig durch und ich dachte, okay, jetzt bestelle ich bei Lesti eben nur noch, aber nein, da geht's auch hoch und runter und ich bin mir da echt unsicher, wo ich eigentlich noch bestelle. Ich kann, klar, ich habe hier noch bei Kobi jetzt noch den Maserati bestellt. Den habe ich jetzt noch nicht da. Der kommt jetzt ganz neu. Der müsste aber langsam vorbeischauen. Und da kann ich mir tatsächlich sicher sein, okay, Kobi, ja, Kobi hat wirklich, soll ich jetzt nur Kobi kaufen? Oder dann bin ich ja wieder wie im Lego, Segment, ne? Also da sage ich, okay, ich gehe nur noch nach einem Hersteller und kaufe dann nur einen Hersteller, wo ich hundertprozentig weiß, das ist nur seins. Der hat noch nie irgendwie, weil sonst haben alle, ich habe von Moltking gesehen, ich habe sogar von Kader und was weiß ich nie, die alle schon bei Reprigable drinne waren, also wo vorher die Mocks drinne waren und diese einfach mal genommen haben, wo ich auch nie immer einfach als Käufer nachvollziehen kann, ja, ist es nun lizenziert oder nicht? Es ist nie eindeutig beschrieben, ob es lizenziert ist oder nicht. Und wenn, dann ist es manchmal auch nur gefaked. Also ich bin hier total von der Rolle und weiß echt nicht mehr, wenn ich mal eine Alternative haben will, wo und was ich kaufen soll. Und ja, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Wie würdet ihr es machen? Schreibt mir es einfach mal. Das würde mich echt interessieren. Vielen Dank.